Nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria sind auf der griechischen Insel Lesbos etwa 300 Migranten in ein neues Zeltlager eingezogen. Vor ihrer Aufnahme mussten alle einen Coronavirus-Schnelltest machen. Dabei sei bei 7 Migranten das Virus entdeckt worden, berichteten griechische Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Alle 7 seien zur Isolation in einen abgelegenen Teil des Zeltlagers gebracht worden. Die Lage auf der Insel ist weiter angespannt. Mehrere tausend Migranten harren auf den Straßen aus. Es könnte Wochen dauern, bis nach dem Brand am vergangenen Mittwoch alle Menschen wieder ein Dach über dem Kopf bekommen. Die Behörden suchen nach weiteren Orten, wo Zeltlager eingerichtet werden können. Die meisten Migranten wollen allerdings nicht in ein neues Lager gebracht werden, sondern weg von der Insel. But I think there is no good for this second hell and second Moria. And in my idea, here is better than there because there is a prison that people can go out from there. And I think here is more better. And as you can see, all the disabled people and unwearable people are in the street, pregnant women. Im Laufe des Samstags war es immer wieder zu spontanen Demonstrationen und in der Folge auch zu Zusammenstößen zwischen Geflüchteten und Polizei gekommen. Migranten warfen mit Steinen, die Polizei setzte Tränengas ein. Das Flüchtlingslager Moria war in der Nacht zum Mittwoch fast vollständig abgebrannt. Etwa 12.000 Menschen wurden dadurch obdachlos, darunter 4.000 Kinder. Das griechische Migrationsministerium teilte mit, dass das Feuer wohl von Asylbewerbern als Reaktion auf die Corona-Quarantänemaßnahmen gelegt worden sei. Wie viele Menschen in einem neuen Lager auf der Insel Lesbos Platz finden, ist noch unklar. Nach einer europäischen Lösung, bei der die Menschen auf die Mitgliedstaaten verteilt würden, sieht es derzeit nicht aus.